So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Jetzt müsste ich mir alle restlichen Batterien noch leisten können. Schauen wir mal. Es wäre jetzt krank, wenn man die nochmal nicht sein, oder? Ich glaube, dann ist Schluss, wenn die jetzt alle blau sind. Ich glaube, dann ist wirklich, dann war es das. So. Hello, it's me again. Das ist eine Batteriemaschine. Zusatzbatterien? So eine Grüße? Yeah. Na, guck mal, er sagt es sogar. Man kann maximal 45 Batterien hinzufügen. Demzufolge kann ich noch 9 Zusatzbatterien herstellen. Ja, dann mach das bitte. Einen Moment bitte. Na, endlich. Nach so langer Zeit haben wir es endlich geschafft. Maximale Energie. Alle Batterien. Die Gesamtkapazität einer Batterie wurde erweitert. Weitere Batterien kann ich nicht herstellen. Das soll sich allerdings nicht daran hindern, weiter Sonnenenergiekristalle zu sammeln. Und nun an nehme ich sie im Tausch gegen Sonar-Bauteile deiner Wahl entgegen. Oh, cool. So, na, nicht jetzt. Jetzt habe ich ja nichts dabei. Oh mein Gott, ey, wie geil das jetzt aussieht. Alles schön in blau am Leuchten hier. Richtig nice. Wir haben endlich die maximale Batteriekapazität nach so langer Zeit. Sehr geil. So, ich glaube, da hat sich Link jetzt auch mal kurz verdient, sich auszuruhen. Wow. Dass ich das noch erleben darf. Aber wo sind denn jetzt noch 7 Lichtwurzeln? Wie kann sich das denn ausgehen? Also selbst wenn wir die bei Schloss Hyrule abziehen, das verstehe ich nicht ganz, wo da noch was sein soll. So. Also hier war. Ja, stimmt ja, hier ist ja dieser kleine Fleck. Nee, im Gongoltale müssen wir doch einfach. Also das muss ja einfach easy sein. Nachdem, was wir jetzt schon alles durchgemacht haben. Im Untergrund. Yeah.
Hier war einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit war hier die Easy-Nierwurzel. Wenn schon, dann richtig. Okay. Kurz mal speichern. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also jetzt, wie gesagt, das da, das wird Finale sein. Ne? Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Da ist Ganondorf, weil das ist direkt unter Schloss Hyrule. Da ist auch der Schrein dazu. Das deckt sich also. Aber wo haben wir denn hier unten? Ist hier vielleicht auch noch irgendwelche kleinen blinden Flecke, die... Hä, warte mal. Südliches Eheschloss Untergrund? Bin ich dumm? Hab ich da die Lichtwurzel nicht gefunden? War vergessen zu aktivieren? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Was soll das denn? Nee, aber irgendwie... Nee, doch. Lightroot? Ach, die ist wieder weiter. Okay, fies. Die habe ich echt übersehen. Da muss ich schon mal mit einem Heißluftballon hin. Okay, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass wir da bei diesem südlichen Eheschloss waren. Hier ist der Schrein. Dann geht's hier runter. Dann ist einfach hier irgendwo. Aber wo? Kann man halt wirklich nicht sehen. Sehr komisch.
Warte mal, ist die... Nee, okay, warte mal, die ist in die andere... Die ist in die Richtung. Die ist irgend... Ups. Denn hier die Lichtwurzel, sag mal, hä? Das kenne ich mir nicht mehr aus. Did you use a scan oder hot air balloon? Okay, muss ich hier jetzt einfach wirklich mit dem Deckensprung dahin? Jetzt schauen wir mal kurz, wo ich da hinkomme. Lol, die ist hier oben drauf. Als ob. Die war die ganze Zeit hier oben drauf. Die Jisotom-Wurzel. Ist ja kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe. Die hier oben drauf ist. So was aber auch. Na also. So, haben wir jetzt hier. Warte mal, hier war das. Da muss doch. So witzig, hier haben wir die Wurzel. Aber den Schrein haben wir noch gar nicht. Hier hinten haben wir auch noch. Hier haben wir irgendwie auch noch gar nichts. Aber hier haben wir noch überhaupt gar nichts. Let's go! Da oben ist der Schrein. Ganz knapp hat man ihn gesehen. So. Bandschrein in der Nähe. Nördliches Irrschloss. Forschungstagebuch Tag 1. Die Übersetzung der in der Steintafelsgabe des Sonnenzeichenlatte wie folgt. Dem, der die Ringdrachen tief im Innersten des Labyrinths erweckt, winkt reicher Lohn. So, ich habe meinen Vorredner Hyrule Tannenzapfen aufgestockt, um den Weg zu markieren. Auf geht's. Und wir sind sehr lang. Wir laufen einfach durch, Link. Da ist doch sogar schon der Schrein. Der andere ist der, der da oben drüber ist. So. Jetzt
müssen wir da nur noch reinkommen. Schon wieder? Also so langsam nerven diese Hände nur noch. Also erstmal for real. So langsam gehen sie mir nur noch mal auf den Keks. Irgendwas gegen Kälte? Na, natürlich nicht. Sag mal, kannst du auch mal treffen? Düdel? Und Schnauze. Was bildet der sich eigentlich ein? Das ist die große Frage, wie kommen wir? Wo kommen wir denn? Wie kommen wir da hinein? Akt 2. Bislang konnte ich nicht sein, weil das meine Kälte. Hier setzt mein anfänglicher Enthusiasmus zu, wenn die Sonne. Ja, vom Eingang, seit wann steht es eigentlich dort? Vor dem Kataklysmus gab es sie noch nicht. Vielleicht liege ich völlig daneben. Ist dann, dass ich ein bisschen viele Bogen des Dämonenkönigs habe. Und so ein bisschen, hm? Die ganze Seite kann ich ja auch mal droppen, ne? Noch so ein Anium-Bogen. Sogar noch besser als wie der. Digga, wie? Also wie? Alter. Dann da.
Hier da lang gehen ist... Ach du Scheiße, Digga. Wie komme ich denn da rein? Das ist ja noch viel schwieriger als das andere hier, Schloss. Vor allem, weil das auch größer ist. Tag 3. Schreckliche Kälte, die Flucht von dem Miasma, aber meine Steine begleitet, doch stehe ich nun kurz vor meinem Ziel. Der Gang hier muss einfach ins Innerste der Ruinen führen. Es sieht so aus, als würde sogar die Lichter den Weg markieren. Ich bin sicher, schon bald auf den rechten Lohn in Händen sollten und immer auf der Stand, auf die Rede war. Oh, er hofft sich bahnbrechende Decken. Okay. Geht's hier weiter? Ist eine Schatztruhe. Massiver Sonne an dem Schild. Ach. Schau, schau, schau. Ist gleich geschafft, oder? Oh mein Gott. Endlich! Wir haben es geschafft, Leute. Tag 4. Ich habe tatsächlich ein Relikt der Sona gefunden, welche spektakuläre Entdeckung. Leider war meine Freude kurz vor der Arbeit. Es reagiert weder auf Berührung noch Sprache oder gar auf hohe Gewalt. Dem ist eins im Muster, dass ich hier nicht weiterkomme, setze mir die Kälte noch stärker zu. Ich werde wohl über diesen eisigen Tiefen verlassen müssen, um den anderen von meinem Fund zu berichten zu können. Endlich! Entdeckt! Abgrund am nördlichen Irrschloss. Und der Maya Otaki Schrein. Na endlich. Eine Li. Schönes Ding. Rein da. Uiuiuiui. Ja, so im Zugeben, die sind schon knackig. Die sind richtig knackig, diese Irrschlösser. Aus Segen. Ein Diamant. Wow, toll. Da gehen sich wieder zwei Herzcontainer aus. Das reicht natürlich immer noch nicht für maximale Energy. So, wir haben jetzt 124 Schreine. Was? Ja, immer noch so ultra viele, sag mal. Okay, erstmal hier, ne? Aktivieren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach oben. Als Herrscher der Eulen sage ich dir, du, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet, besuche die westliche Seite des Labyrinthes des Himmels. Jo, werde ich machen. Nördliches Irrschloss. Prophezeiung. Sonst geht das hier nämlich nicht auf. So, große Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder hin? Theoretisch von da oder von... Oh, von da ist aber richtig weit. Eigentlich müssten wir hier irgendwie hinkommen. Also von Osthebra? Jetzt irgendwann einen Turm? Den Turm gibt's. Oder die... Können wir da rüberfliegen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, in der Luft ist es, glaube ich, wurscht. Das müsste doch egal sein. Müssen wir doch einfach hinfliegen können, irgendwie.
wenn ich mir wieder was bauen muss. Ja, das ist schon wieder Tears of the Rain. So, aufwärts. So, das ist jetzt irgendwo da ganz weit hinten. Aber nee, ist das... Nee, das ist doch eh schon das da. Das geht eigentlich. Komm, das geht. Das schaffen wir locker. Jetzt müssen wir da wahrscheinlich wieder hier so eine... Ne? Vorrichtungen aktivieren. Hemp sei Schrein. Heilgeschwindigkeit. Ja, ganz ehrlich, ne? Ihr wisst es ja eh schon. I don't give a fuck. I don't give a fuck, Alter. Wirklich so gar keinen Fick gebe ich hier. Aua. Wie soll ich denn jetzt hier hoch? Verarschen?
Hey! Ey, das ist so ein behindertes Scheißgame manchmal wirklich. Was war denn das jetzt schon wieder, du dummer Hurensohn? Ich will da einfach nur hoch! Dankeschön. So, fick dich. Einfach nein, danke. Das ist mir mittlerweile schon zu anstrengend. Ich kann das auch gar nicht mehr. Da ist mir echt schon lange, lange die Lust vergangen. So. Und tschüss. Ist doch eh immer derselbe Quatsch.